Dankeschön, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute viele gute Botschaften mitgebracht. Die erste lautet: Wir stehen zu unseren Bauern und Bäuerinnen. Zweitens: Die GAK bleibt für unsere landwirtschaftlichen Betriebe erhalten. Drittens: Wir werden die GAK erweitern für alle Menschen im ländlichen Raum. Und wir haben es mehrfach gehört, es gibt nicht den ländlichen Raum. Es gibt Räume mit größten Herausforderungen. Es gibt Räume wie bei mir in Bayern und München mit ganz anderen Herausforderungen. Ich persönlich freue mich, dass uns mit diesem Gesetz der Einstieg in einen Paradigmenwechsel gelungen ist. Natürlich kann man immer nur mehr und mehr und mehr Geld fordern, wie auf dieser Seite. Aber ich danke zunächst mal allen Kolleginnen und Kollegen, unseren Haushältern im Bund und dann anschließend und hoffentlich auch in den Länderregierungen, dass sie Geld freigemacht haben bzw. Geld freimachen. Und meine Damen, meine Herren, die Bundesländer haben es nun zusammen mit dem Bund in der Hand, innerhalb des Rahmenplanes ihre Maßnahmen und Prioritäten länderspezifisch und individuell zu setzen. Ich bin gespannt auf viele gute Ideen und auf die Kreativität vor Ort. An dieser Stelle erinnere ich mich an das Jahr 2010. Damals hat unsere Bundesministerin Ilse Aigner zum Erstaunen vieler als erstes Haus in Berlin ein Programm auf den Weg gebracht, das Breitbandförderprogramm. 10 Millionen Euro. Heute können wir feststellen, wir waren Vorreiter. Das Ganze hat Schule gemacht. Inzwischen hat das zuständige Ministerium ja fast jeden Monat Veranstaltungen und übergibt Breitbandförderbescheide. Sie sind nahezu der Renner. Und wir waren der Auslöser. Klasse. Meine Damen, meine Herren, wir wollen und wir können mit unserem neuen Ansatz nicht mit anderen Förderinstrumenten konkurrieren bzw. uns mit ihnen kreuzen. Wir können nicht alles fördern. Wir gehen vielmehr mit unseren Maßnahmen dorthin, wo zum Beispiel die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur erst gar nicht hinkommt. Das heißt, wir legen eine gute Grundlage dort, wo es keine anderen Möglichkeiten gibt für Leistungsfähigkeit und für Lebensqualität. Der Minister hat es gesagt, 50% unserer Bürgerinnen und Bürger im Land wohnen in Dörfern und in Städten. Diese Menschen brauchen heute und in Zukunft Perspektiven. Ich erinnere daran, dass rund 40% aller Arbeitsplätze in wissens- und innovationsintensiven Unternehmen sind, und zwar in der Fläche. Viele Hidden Champions befinden sich darunter. Ich möchte abschließend noch ein paar persönliche Worte loswerden. Erstmal herzliches Dankeschön an den Wilhelm Brase für die gute Zusammenarbeit. Willi. Wie der Bauer Willi, jawohl. Ich bin zutiefst überzeugt von den Menschen im ländlichen Raum, wenn es um Solidarität, Nachbarschaftshilfe, enge Netzwerke und gesellschaftliches Engagement geht, aus Erfahrung. Und ich bin aber auch zutiefst überzeugt vom Herzstück, von der Seele des ländlichen Raumes, nämlich unseren Bauern und Bäuerinnen. Und lieber Kollege Tressel, ich gebe Ihnen recht, die landwirtschaftlichen Betriebe werden zwar weniger, aber die Bedeutung der Landwirtschaft, wenn es um Wertschöpfung geht, hat zugenommen und auch die Arbeitsplätze, Gott sei Dank. Erinnern wir uns daran, dass unsere Bauern dafür sorgen, dass unser Tisch jeden Tag
so vielfältig, so reichhaltig gedeckt ist. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, mir tut es in der Seele weh, wenn in diesen Wochen aus Unwissen, aus Halbwissen oder auch mit voller Absicht unsere Bauern als Feindbild und als Sündenbock herhalten müssen, zuletzt beim Thema Hochwasser, als man der Meinung war, nur die Landwirtschaft könnte schuld sein, der Maisanbau, die Monokultur. Ich sage, jede Kultur ist für sich eine Monokultur, egal ob ich Bioanbau habe oder konventionellen Anbau. Der Bäcker will halt einmal Backweizen und er will kein Mais dazwischen haben oder umgekehrt. Und Gott sei Dank leben wir in einem Land, wo wir noch die vier Jahreszeiten erleben können. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und da ist das Feld unterschiedlich bestellt. Und wenn in einer Zeit wie vor wenigen Wochen Sturzfluten kommen, vom Himmel runterkommen, dann fragen diese Sturzfluten nicht, ist hier Mais angebaut oder ist hier gerade eine Blumenwiese angesät worden, die nimmt schlicht alles mit. Gehen wir also in uns, jetzt in der Sommerpause, werden wir uns bewusst, wie wichtig Landwirtschaft und ländlicher Raum sind, dass wir weiter im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse und Stadt und Land kämpfen, und sind wir dankbar für jeden Bauern um die Ecke. Ich danke Ihnen.